Ey Mann, mach doch gleich, du Penner. Jetzt ja, muss ich erstmal die Kippe machen. Mach erstmal die Kippe. Oh, toll, du hast ja ein leckeres Frikadellenbrötchen. Aber meinst du, ich krieg Kaffee auf dem Festival? Bestimmt. Ja, bring mal der Band jeden eine Flasche Bier hoch. Und der Sänger, der will einen Kaffee. Dann bringt er mir warmes Bier. Hier, Kaffee. Bettlerkaffee. Emir! Warte mal, ich muss gerade noch kurz die Decke füllen. Sag uns mal deine Lieblingszeile aus einem All-Night-CC-Song. Oder irgendeine Zeile. Ich darf's vergessen. I wanna play a game. Girl. Emir, was ist deine Lieblings-Bass-Bassline, ja? Das ist das Solo. Was? Du spielst ein Solo? Ja. Wo? Wann? Bei Game Over. Bei Game Over? Ja, ganz am Ende. Ach, stimmt ja. Stimmt. Es ist ein Typ. Das ist eine Frau. Das ist ein Typ. Das ist ein, was hat er denn für einen geilen Arsch? Ganz ehrlich, den würde ich sogar begrapschen, den Typ. Geil. Selbst hat sie liebt uns. Dann, das reicht mir schon. Oh, damit du auffällst. Damit du auffällst. Captain Kevin. Weichen die Leuchten. Hier gibt's ja. Disco zu kaufen. Disco aus der Dose. Hier Disco aus der Dose. Stroboskop. Hier Disco aus der Dose. Das ist eine Mütze. Leuchtmütze. Geil. Was passt denn jetzt? Jo Emir, wo sind wir? Auf dem Winterberg. Wir sind in Silbach. Ja, moje. Ja, moje. Wir sind jetzt eben angekommen, gerade unser Zeug. Einmal, wir wissen schon, was uns erwartet. Deswegen würde ich es aber sagen, trotzdem, damit ihr auch wisst, was uns erwartet. Euch erwartet hätte. Erwartet hätte, wenn ihr gekommen wärt. Oder an die gekommen sind, was ihr gesehen habt. Also so sah es beim Aufbau aus. Da werden gerade noch Schienen gebracht. Nein, das sind natürlich keine Schienen. Wäre völlig. So, wo ist die Bühne? Also da ist der Stand, an dem die Menschen unseren Sound geil machen, noch geiler machen, laut machen. Da passiert die Magic und so. Und jetzt kommen ein bisschen hier, sonst reicht es nicht. Wenn man sich dann mal um 180 Grad rumdreht, dann sieht man dann die Bühne. Bitte? Müsste auch mit dabei sein. Ich geh mal auf die Bühne. Jo, Kevin. Was hast du denn da Geiles an? Sag mal. Oh. Vorsicht! Sorry. Oh, Phil, was hast du denn da Geiles an? Oh, das ist ein neues Shirt. Das ist gekauft. Günstig. Ja. 10 Euro kostet das Shirt. Das findet ihr von unserer Facebook-Seite oder privat bei uns. We'll be right back.
Aber ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt, dass ich schlimmer im Arsch bin. Auch Mettler-Kuchenkräger. Wir sind noch auf dem Winter Breeze. Nicht wahr, Kevin? Oh, okay, Kevin packt ihn aus. Kannst du die Hose anlassen? Oh nee, Alter. Ich muss. Schau mir dick. Emil ist auch schon. Leo auch? Ja. Moin, Leo. Moin. Und? Was und? Sagst, wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Oh, ja. Schon besser geschlafen, aber war nicht ganz schlecht. Ich hab echt schlimmer vorgestellt. Wirklich. Auch ich muss vorkommen, dass ich keine Minute gepennt. Also. Winter Breeze ist vorbei. Auto ist vollgepackt. Und Philipp. Hier rein. Und ich sind jetzt auf dem Weg nach Köln, Kuschel, zu Porphyra Unlimited Run. Wisst ihr ja schon. Kevin und die anderen, Emir und Basti, fahren mit dem Zug. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln. Kann euch mal zeigen, wie es aussieht. Ja, und das ist Silber. Super tolles Wetter. Nicht. Das Radioprogramm hier in NRW ist ja super. Hört mal rein. Auf jeden Monate Fall anschauen, die Sensibilität für die Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit im also Leben und Handeln einzelner kirchlicher Würdenträger wie der Kirche als Ganzer hat. Autobahn macht gute Laune. Köln, da steht's. Du magst nicht glauben, aber nach zigtausend Kilometer Pampa sind wir tatsächlich in Köln. Der Dom. Wir sind in Köln angekommen. Sind jetzt auf dem Weg zu unserer Unterkunft. Noch nicht. Ja, erstmal besorgen wir uns einen Schlüssel für unsere Unterkunft. Wir sind nicht Rockstars, ja. Wenn wir irgendwo anrufen und sagen, ey, hier, wir wollen gerne übernachten in Köln, wir rufen einfach irgendeine Nummer in Köln an, sagen das und dann sagen die, Mensch, okay, machen wir. Das wird geregelt. Die Nerds kommen, dann wird das geregelt. Um 17 Uhr werden wir anfangen, unser Geraffel ins Blue Shell zu tun. Heute Abend um 20 Uhr ist Stage-Time für uns. Wir sind in Köln. Der Phil. Ah. Checkt gerade schon mal den fetten Fernseher ab. Meiner ist genauso groß. In der Wohnung zu Gast bei unseren, Gastgebern. Wir endlich angekommen, ein wenig Ruhe vom Winter Breeze, eine brutal harte Milch trinken und vorm Blue Shell im Winter Breeze waren wir natürlich gestern, wollte Kevin sagen. Was habe ich denn gesagt? Ein bisschen Ruhe vorm Winter Breeze. Oh. Okay, Breeze. Ich habe Breeze gesagt. Sorry, Dead Shirt, Baby. Ich zieh das gleich wieder an. Ich will es nicht ausziehen. Wir haben doch gar nichts gesagt, du Idiot. Voll witzig, ne? Richtig süß. Die Tür geht doch gar nicht zu. Du kannst dich abschließen. Keine Angst, wir erschrecken dich schon. Ich geh duschen. Ja.
Ich war auch eben duschen. Nein, mir ist egal. Halt ja, ja, ja. Wie lange ist Amy unter der Dusche? Also, wir haben, als er unter die Dusche gegangen ist, war es Minuten, draußen, 20 Minuten. Ist die Sonne draußen aufgegangen, ja. Und es geht gerade so ein bisschen unter. So. Nein, keine Ahnung, 20 Minuten. Wollen wir mal gucken? Ich guck mal. Du hast echt die Tür zugemacht. Was du denn für ein Schisser bist. Nee, das hat aber nichts zu tun, ich habe echt meine Ruhe. Wie lange hast du denn im Bad gebraucht? Oh, ewig, ja, ich habe mich noch gar nicht fertig gemacht. Was gar nicht richtig fertig, du bist eine halbe Stunde im Bad. Bist du denn nicht fertig? Was hast du denn gebraucht fürs Duschen, meine Hallo, das war noch voll schnell. Was? Ist so, ey. Junge, noch 10 Minuten. Wir haben schon Pizza bestellt und gegessen. Und haben ehrlich?